Hallo, hier ist Anja von Stempelitis.de. Heute eine Karte mit dem Stempelset wie zu Hause mit einem ganz besonderen Kniff. Bei dieser Karte kann man nämlich die Tür aufmachen und hinter der Tür verbirgt sich dann der Geburtstagsgruß. Ich finde, das ist eine witzige Idee und ich zeige dir jetzt in diesem Video, wie die Karte gemacht wird. In dem Stempelset wie zu Hause sind die Stempel drin, die ich verwendet habe. Da ist einmal die Haustür, dann die Fußmatte, der kleine Gruß hinter der Tür mit den Paketen, ein Türkranz mit Aufhänger und dann noch der Blumenkübel, der vor der Tür steht. Die Framelits zeige ich dir mal hier. Das ist einmal außen für die Tür und dann gibt es noch einen Innenteil, der nur die drei Seiten oben, unten und rechts ausschneidet und die linke Seite wird gefalzt, damit die Tür zu öffnen geht. Dann ist das hier das Framelits für den Türkranz, für den Blumenkübel und dann haben wir noch den für innen für die Päckchen. Die sind zwar gestempelt, aber ich zeige dir gleich noch, wofür ich den gebraucht habe. Und hier als letzter ist noch der für die Fußmatte. Dann machen wir weiter mit dem Zubehör für die Karte. Und zwar habe ich einmal Farbkarton Flüsterweiß extra stark genommen. Den DIN A4-Bogen habe ich halbiert und wieder in der Mitte gefalzt. Ich habe in Himmelblau mir ein Stück zugeschnitten, 14,4 x 10 cm. Den prägen wir dann mit der Ziegelform. Wir brauchen ein Stück schiefergrauen Farbkarton, 10 x 3,5 cm und dann noch ein paar Reste in Flüsterweiß für die Stempelabdrücke. Und wir brauchen zum Aquarellieren die Aquarellstifte in den Stamp-Up-Farben. Das ist Calypso, Osterglocke, Olivgrün, Espresso und ja, Bermuda-Blau habe ich auch noch ein bisschen genommen. Das Ganze habe ich dann mit dem Mischstift vermalt. Das gibt einen ganz tollen Look. Das zeige ich dir aber dann nachher gleich, wie ich das gemacht habe. An Material haben wir jetzt alles. Dann mache ich mal Platz, damit wir loslegen können. Zuerst habe ich wieder die eigentliche Karte gefalzt bei 14,9 cm. Knick die jetzt um und ziehe sie mit dem Falzbein gut nach. Den himmelblauen Farbkarton lege ich in meine Prägeform ein und kurbele das Ganze dann durch die Big Shot und habe dann schon den Hintergrund soweit fertig. Simsalabim, hier ist es schon. So sieht die geprägte Seite dann aus. Und dann klebe ich das direkt mal auf die Karte fest. Überall gut andrücken, weil das durch die Prägung ja nicht mehr eben ist. Also muss ich da ein bisschen mehr Kleber nehmen und auch nochmal gut drüber gehen, damit das Ganze hält. Den schiefergrauen Farbkarton kann ich auch gleich aufkleben und zwar bündig unten mit dem himmelblauen Karton. Einmal rundherum Kleber drauf und dann auf die Karte. Damit da nichts mehr verrutscht und das gut festklebt, lege ich mal wieder einen Acrylblock drauf. Der beschwert die Sache und dann kann das in Ruhe trocknen. Jetzt wird gestempelt. Und zwar habe ich das in Espresso gestempelt. Da brauchen wir einmal die Haustür.
Dann habe ich hier auf ein kleineres Stück Papier den Willkommensgruß, also die Fußmatte, gestempelt. Und ich habe hier auf diesem Acrylblock den Blumentopf, den Kranz und das Päckchen. Das Päckchen brauche ich jetzt aber erstmal nicht. Die habe ich da zusammen drauf und stempel die in einem Rutsch. Und jetzt brauche ich noch eine Sache, und zwar nochmal für diese Fußleiste hier unten. Das stempel ich mir direkt noch neben die Tür. Ist der gleiche Stempel. Ich habe einfach ein Seitenstück von der Tür dazu von Hand ausgeschnitten. Deswegen muss ich das jetzt hier nicht komplett drauf stempeln, sondern ich brauche eigentlich nur die untere Leiste. Jetzt kommen wir als nächstes zum Ausmalen. Und das mache ich mit den Aquarellstiften. Einfach alles gut ausmalen. Ich mache das hier im Schnellgang. Kannst du ein bisschen zugucken. Einmal die komplette Tür und die Fußleiste. Die Fenster habe ich in Bermuda-Blau gemacht. Wenn man nicht so stark aufdrückt, ist das fast wie Himmelblau. Die Türklinke ist in Osterglocke, und mit dem Mischstift, den man immer vorher gut sauber machen sollte, male ich jetzt über alles nochmal drüber, eine Farbe nach der anderen, und wie gesagt immer zwischendurch den Stift sauber machen, bevor man in die nächste Farbe geht, damit man da nichts verschmiert. Ich stempel jetzt gleich nochmal die Schleife, den Aufhänger für den Türkranz, auf die Tür drauf. Das stempel ich direkt drauf, sodass die eigentliche Schleife in dieser oberen Holzpaneele, in diesem oberen Brett gut zu sehen ist. Dann passt das von der Höhe nachher mit dem Kranz ganz gut. Jetzt male ich mir noch die Blumen und die Fußmatte aus. Die Fußmatte habe ich in Osterglocke komplett gemacht. Die Blumen vom Kranz auch und den Blumentopf selbst. Dann habe ich ein bisschen Kalypso für die Blüten genommen. Und das Olivgrün habe ich für die Blätter genommen. Du musst nicht ganz genau sein, sondern mit dem Mischstift kannst du das alles noch schön auswischen und verteilen. Und das ist wirklich super einfach und sieht toll aus. Jetzt wird gestanzt, und zwar als erstes die äußere Kontur von der Tür. Das geht gut, wenn du die Magnetplattform für die Big Shot hast, aber auch ohne die. Ich habe meine jetzt nicht extra rausgekramt. Funktioniert auch ohne, man muss eben genau platzieren, und wenn du die obere Acrylplatte auflegst, musst du vorsichtig sein, damit du es nicht wieder verrutschst, und dann einmal komplett durchleiern. So, da haben wir unsere Tür, und damit die sich öffnen lässt, brauche ich jetzt noch das zweite Framelit, das etwas kleiner ist und eben nur oben, unten und an einer Seite stanzt. Und die linke Seite von der Tür, die wird nur gefalzt. Auch wieder gucken, dass es genau platziert ist. Dann die Acrylplatte drauf, die sieht bei mir schon ziemlich übel aus. Und durch die Big Shot kurbeln.
Ich falze die Tür dann an der linken Seite gerne nochmal mit dem Papierschneider und der Falzklinge nach, damit die sich wirklich gut öffnen lässt. Und dann einmal umknicken. Jetzt kommen wir noch gut dran und wieder zumachen. Dann ist die Tür schon fertig. Die restlichen Teile auch ausstanzen, was wir noch brauchen. Den Türkranz und die Blumen, das kann ich gleichzeitig machen. Da habe ich genug Abstand gelassen. Und das Willkommen mache ich dann nochmal in einem zweiten Durchgang. Wenn ich das jetzt auf die Karte alles aufkleben würde und die Tür öffnen, dann käme der Farbkarton in Himmelblau mit dieser Ziegelform zum Vorschein. Ich möchte ja aber was hinter die Tür reinstempeln, deswegen werde ich dieses große Stanzteil von der Tür einfach nochmal in Flüsterweiß ausstanzen und da stempel ich dann meinen Geburtstagsgruß und die beiden Päckchen drauf. Also hier ist die Vorlage, da sind meine Päckchen und der Text. Und jetzt habe ich mir mit dem Framelits für die Geschenkpäckchen einfach aus einem Post-it einmal die Form ausgestanzt. Die brauche ich jetzt gleich zum Maskieren, weil ich zwei Päckchen so leicht versetzt hintereinander stempeln will. Fangen wir erstmal mit dem Gruß an. Den muss ich nacheinander stempeln. Einmal das alles Gute. Und darunter jetzt zum Geburtstag. Als nächstes das erste Päckchen. Das kann ich noch ganz normal stempeln. Relativ weit unten. Und das maskiere ich jetzt mit dem Post-it. Und klebt das genau da drüber. Durch den Kleber von dem Post-it hält es dann auch gut. Und jetzt versetzt einfach das zweite Päckchen drüber stempeln. Und wenn ich das Post-it abziehe, dann habe ich da wunderbar die beiden Pakete nebeneinander stehen. Die male ich jetzt wieder aus auf die bekannte Weise, erst mit den Aquarellstiften und danach nochmal mit dem Mischstift drüber gehen. Die Fußleiste habe ich mittlerweile auch einmal ausgeschnitten mit ein bisschen weißen Rand und davon schneide ich mir jetzt zwei Stücke ab. Ich muss die nicht durchgehend aufkleben, dafür wäre sie auch ein bisschen zu kurz, sondern ich klebe auf die rechte und die linke Seite jeweils ein Stückchen von der Leiste auf und der Rest wird sowieso von der Tür dann überdeckt. Hier gucke ich wieder, dass ich da bündig am Rand bin. Mit der anderen Seite genauso. Und jetzt die Tür. Erstmal das hintere Teil klebe ich auf. Und dann kommt der Moment, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass man ganz exakt klebt. Nämlich wenn ich jetzt die vordere Tür aufklebe, dann muss das ganz genau auf das untere Teil draufpassen, dass da nichts durchguckt. Hier unten habe ich noch so einen ganz kleinen, dünnen Streifen. Den kann ich wegschneiden. Und jetzt
kommt auf die Rückseite Kleber drauf. So muss das dann hin. Also quasi auf die Türzarge nennt man das, glaube ich. Da kommt der Kleber einmal oben, unten, Seite. So. Und an der Tür selbst kann man es ganz gut anfassen. Da ist ja kein Kleber. Und jetzt genau drauf setzen. Ja. Und festdrücken. Tür geht zu. Wunderbar. Acrylblock drauf und trocknen lassen. Das dauert ja zum Glück beim Tombow nicht lange, also kann ich direkt weitermachen. Die Fußmatte passt genau unter die Tür. Da sind so zwei kleine Vorsprünge von der Türzarge und da passt das direkt dazwischen. Der Türkranz. Da mache ich auch einmal rundherum Kleber. Und dann kann ich mal gucken, wie hoch oder tief ich den hängen will. Vielleicht so, dass noch ein bisschen Fensterscheibe durchguckt. Ja. Und den Blumentopf, den mache ich mit zwei Dimensionals fest. Und zwar zeige ich dir das gleich. Klebe ich den so auf, dass er die Tür zuhält. Also so ein kleines bisschen überlappen. Nicht zu viel, sonst musst du die Tür zu sehr verbiegen zum Öffnen, aber so, dass sie ein bisschen zugehalten wird. Sie soll auch nicht komplett zu sein, weil sonst kann es passieren, dass derjenige, der die Karte bekommt, überhaupt nicht merkt, dass man da noch was aufmachen kann. Also wenn die so ein kleines bisschen hochguckt, ist das wunderbar. Und dann kann man die vorsichtig öffnen und man kann sie auch wieder zumachen. So klemmt man das ein bisschen dahinter. Okay. Ja, gut. Damit ist die Karte fertig. Hier sind nochmal alle beide. Du weißt schon, jetzt kommen wieder ein paar Bilder von der fertigen Karte. Und ich freue mich wie immer, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, wenn dir das Video gefallen hat. Und wenn du meinen Kanal abonnierst. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Tschüss, mach's gut.